Weltmeister Sven Ottke. Und allein der Einmarsch war schon weltmeisterlich. Profi seit 97, heute in seinem 20. Jubiläumskampf. 19 Kämpfe bisher, 19 Siege davon, nur 2 durch K.O. Aber K.O.-Boxen, das ist sein Ding nicht. Er liebt die edle Kunst der Selbstverteidigung, ist ein Fechter mit den Fäusten. Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt alle bitten, stehen zu bleiben, anlässlich der Nationalhymnen. Zunächst die Amerikaner. Und das ist Gabi, die Ehefrau von Sven Ottke. Sie heute natürlich dabei beim Kampf seines Lebens. Meine Damen und Herren, in der roten Ecke Charles Brewer aus den USA, der Herausforderer, der Challenger. Geboren am 15.10.1969 in Philadelphia, brachte er gestern 75,8 Kilogramm auf die Waage, 41 Kämpfe bestritt er als Profi, 35 Mal verließ er den Ring als Sieger, 25 Mal durch K.O. Aus Philadelphia, Pennsylvania, in der roten Ecke, Charles the Hatchet Brewer. Der wie ein Tiger im Käfig marschiert. In der blauen Ecke der Weltmeister aus Deutschland, geboren am 3.6.1967, brachte er gestern 76 Kilogramm. 19 Kämpfe, 19 Siege, zweimal durch K.O., eine makellose Kampfbilanz für den Weltmeister aus Deutschland in der blauen Ecke. Herzlich willkommen, Sven Ottke! Der Jubel für den Weltmeister in seinem Wohnzimmer, wie er sagt, in Anlehnung an den guten alten Boris Becker-Spruch. Der sagte einmal, Wimbledon, das ist mein Wohnzimmer. Magdeburg, das ist mein, sagt Sven Ottke. Die Offiziellen dieser Weltmeisterschaft sind Manuel Marichada aus Spanien, Shafiq Rashada aus den USA und Arthur Ellenson aus Deutschland. Das sind die drei Punktrichter. Ringrichter ist Mr. Brian Gary aus Tampa, Florida, USA. Good evening, Charles. Good evening, Herr. I'll be the third man in the ring this evening for this IBF world title fight. Avoid the use of your head as a weapon. No rabbit punches or low blows. Protect yourself at all times. If you score a knockdown, go to the neutral corner. Do not come out till I signal. Touch him up. Let's go. Die letzten Belehrungen von Brian Gary. Er ist der dritte Mann heute im Ring, ein ganz, ganz erfahrener Mann. Es ist heute seine 37. Weltmeisterschaft als Ringrichter. Hat sie alle im Ring gehabt, ob Foreman, De La Hoya, Roy Jones, Evander Holyfield, er kennt sie alle. Und heute diese beiden klasse Fighter, Brewer und Sven Ottke, den Judge. Champion. Judge. Und Charles Brewer macht das wahr, was er angekündigt hat. Sofort nach vorne, die ersten beiden Schwinger. Allerdings auf die Deckung von Ottke. Brewer hat eine unheimliche Wut im Bauch, hat er vorher gesagt. Er fühlte sich betrogen in diesem ersten Kampf 98 gegen Ottke. Und heute will er nicht einfach nur gegen Ottke gewinnen, er will Ottke bestrafen. Der erste Angriff von Sven Ottke. Beide Kämpfer stehen in der Normalauslage. Die linke Hand ist die Führungshand bei beiden und die rechte die Schlaghand. Allerdings, Brewer ist ein sogenannter Verkappter. Er hat mehr Kraft in seiner linken Führungshand als in seiner Schlaghand. Und das macht ihn so gefährlich. Der linke Haken, Sie werden es sehen, ist eine Brachialwaffe. Ottke muss sich bewegen, muss tanzen, wegtanzen, den Gegner ins Leere laufen lassen, darf Brewer kein Ziel bieten. Beginnt konzentriert. Da war die erste Hand unten zum Körper. Sehr überlegt, Sven vorhin schon angedeutet. Ja.
slap him, Charles. Don't slap him. Get him up. Wunderschön, wie Ottke diesen Schlägen von Brewer ausweicht. Und selbst aktiv mit einem Überraschungsangriff. Das war das Motto und das Erfolgsrezept im ersten Kampf zwischen beiden. Ottke mit seiner unglaublichen Schnelligkeit. Um auf Betriebstemperatur zu kommen, aber das sieht alles schon ganz gut aus, ganz flüssig. Hat die Distanz schon gefunden? Also ich finde, er macht sehr gut, so wie man ihn kennt. Erstmal schauen und trotzdem hat er zwei, drei Akzente gesetzt. Achtungsakzente. Eine ausgeglichene Runde, vielleicht mit leichten Vorteilen dort. Wir sind in der Ecke von Sven Ottke. Und haben zufriedene Töne gehört von Trainer Uli Wegner. Brewer arbeitet viel mit dem linken Jab. Versucht Ottke zu stören. Aber der kommt. Zum ersten Mal richtig gut durch, ein toller Angriff jetzt. Also Sven wirkt sehr konzentriert und Brewer eher sehr unsicher. Was steht ihm da gegenüber, stellt er sich laufend die Frage. Und eben hat man es gesehen, er kommt mit diesem Sven nicht klar. Vielleicht ist er auch wieder übermotiviert. Aber wir haben die zweite Runde, den Beginn der zweiten Runde. Es sind 12 lange Runden, wenn es hier über die Runden geht. Und dieser Charles Brewer, der ist jede Sekunde gefährlich. Wieder mehrere Hände und eine trifft dann meistens. Wahnsinnig schnelle Hände und trotzdem alle auf der Deckung. Ja, die Defensive, das ist die große Stärke von Sven Ottke. Er boxt wirklich wie ein Phantom. Sein Kampf da wieder. Überraschend zwei Hände und Treffer. Und meistens ist er weg, wenn der Gegner schlagen will und ihn treffen will. Brewer versucht zum Körper zu gehen. Wieder. Aber wird wieder überrascht. Wieder überrascht. Und es geht weiter. Ganz hervorragend, was der Weltmeister bisher hier zeigt. Und da war der linke Haken auch gut drin. Watch your hands, Thomas. Sven Ottke weiß natürlich, nur weglaufen alleine geht nicht. Er muss aktiv werden, so wie jetzt. I got him, no punch. Off his head now. Come on, Sven. Off here. Come on. Box. Brian Gary geht dazwischen, hat den Kampf bisher sicher im Griff. Get it up. Super Konter von Ottke. War in der Ecke und hat sich da toll befreit. Ganz toll. Aber da rasseln sie beide mit den Köpfen zusammen. Aber eine klasse Aktion von Ottke. Hey, die war immer dran. Die rutschte nicht vorbei. Ah, das sieht so ein bisschen überfladig aus. Ich habe das Gefühl, dass Sven Ottke jetzt ein bisschen übermotiviert ist. Hatte viele gute Szenen, aber er muss weiter aufpassen. Da ist die Mutter von Sven Ottke, auch sie dabei heute. Was macht Brewer? Seine Deckung scheint nicht die beste zu sein. Er hat Probleme mit diesem Sven Ottke, mit diesen schnellen Schlägen. Auszeit. Die Handschuhe werden sauber gewischt. Und es geht weiter. Kein Problem.
Ottkes Deckung steht. Die Reflexe sind da. Und da geht er zum Körper. Wieder hervorragend getimt. Ja, geht immer selbst sehr schnell zurück. Oh, gefährlich. Brewer kommt. Wenn man genau hinschaut, lässt er alles verpuffen. Wir sehen Gabi Ottke. Aber Brewer auch einmal. Guck an. Unheimlich spannender Kampf hier. Sven wird munter, zu ganz anderer Art. Ja, er darf aber nicht den Fehler machen, zu viel zu wollen. Und dann die Deckung zu entblößen. Leichtsinnigkeiten, wir kennen das von Sven. Die hat er immer mal wieder drin. Und da, super Ausflug. Ottke, was ist da los? Ottke, nicht der Techniker, sondern eher der aggressive Fighter. Also das sind die Aktionen, mit denen der Brewer überhaupt nicht gerechnet hat. Und Brewer verpulvert wieder viele Kräfte, indem er viele Schläge einfach nach vorne unkoordiniert schlägt. Und das kostet Kraft und das zermürbt auch psychisch. Ja, soll lieber auch mal wieder ein bisschen draußen bleiben. Die Hände von draußen, von Brewer sieht er wesentlich besser. Ja, nur den Schlagabtausch zu suchen wäre falsch gegen diesen Halbdistanzboxer Charles Brewer, der wirklich hauen kann. Axel Schulz im Bild, auch er natürlich heute dabei. Ehemaliger Stallgefährte von Sven Ottke. Was mir gefällt, ist die Deckungsarbeit von Sven und eine tolle Maibewegung hinterher. Also bisher gibt es nicht viel zu bekritteln. Er macht fast alles richtig. Das Ende der dritten Runde und Ottke macht einen super Kampf. Runde 4, Round 4. Du bist bärenstark, sagte Uli Wegner eben zu seinem Meisterschüler Sven Ottke. Und die amerikanische Ecke hat Brewer ermuntert, aktiver zu sein, aggressiver zu sein. Und Brewer ist passiv. Will er Ottke einschläfern? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist gar nicht der Typ dafür. Er ist der Mann, der will agieren, der will arbeiten, der will fighten. Und das ist für ihn so überraschend, dass dieser Sven Ottke, dieser Weltmeister hier selber, den Kampf machen will und den Kampf auch macht. Ja, wir kannten Sven Ottke immer als Boxer mit Watte in den Fäusten. Er sucht ja nicht unbedingt das Risiko, liebt eigentlich die Sicherheit. Doch was er heute hier zeigt, das ist klasse Offensivboxen. Und immer wieder diese Einlagen, geht zurück und Luft raus. Lässt die Angriffe von Brewer verpuffen, die auch momentan gar nicht so gefährlich scheinen. Das muss nichts heißen. Schön. Lass den linken Haken. Brewer wirkt ein wenig apathisch. Ich kann mir nicht helfen. Hat in den vergangenen zwei Jahren nur drei Kämpfe gemacht gegen drittklassige Leute. Hat alle vorzeitig gewonnen. Nur 7 Runden geboxt. Ottke dagegen 6 Titelverteidigungen, 62 Runden geboxt. Und da darf man mal die Frage stellen, fehlt das Timing, die Wettkampfpraxis bei Brewer? Ja, Sven soll ruhig bei noch draußen bleiben. Oh, aggressiver Nierenschlag. Jetzt schwere Geste, tut dem Kampf sehr, sehr gut. Ich glaube, das Timing fehlt. Die 7 Runden und die vielen Kämpfe, die der Sven gemacht hat im Vergleich, das werden wir hinterher wissen. Vielleicht ist es so. Hören Sie die Kulisse. Die Magdeburger Bördelandhalle in der vierten Runde.
Also ich glaube, so hat er den Sven nicht erwartet. Ja, auch die Angriffe von Brewer sehen nicht so hundertprozentig koordiniert aus. Aber da der linke Haken. Dieser lange Haken. Die beste Waffe von Brewer. Da schiebt Sven Ottke weg. Der war auch drin. Das ist die Gefahr. Watch your heads, fellas. Und bei Brewer kann ein Schlag alles entscheiden. Sven Ottke sucht den Schlagabtausch. Und macht wieder eine gute Runde. Gabi Ottke zufrieden. Weltmeister, der Gürtel der International Boxing Federation, IBF. Fünfte Runde im Kampf um die Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht. Gewichtsklasse bis 76,203 Kilogramm. Und Brewer kommt. Er muss was tun. Oh ja, die Aufwärtshaken und der leichte Seitwärtshaken dazu. Da ist er sehr gefährlich. Und noch ein Treffer. Und da wieder ein Konter, nicht unbedingt gewollt. Aber der war drin. Ja, Sven darf nicht stehen bleiben. Das sah viel besser aus, wenn er sich bewegt. Ja, das ist ja seine große Stärke, diese Bewegungsständigkeit in den Hand von Sven. Beinen und im Oberkörper. Hoi. Und gleich Konter. Erstaunlich. Da muss er nachsetzen, Sven Ottke. Da war die Chance da. Für meine Begriffe will er jetzt zu viel. Aber er scheint sich seiner Mittel sicher zu sein. Hey. Aber wir müssen ja. Get him up, Charles! Get him up for here, come on. Come on. Es ist gefährlich, was wir dort wieder machen. No punch! Get him up, he's dead. Watch your head, swing! Swing! Watch that forearm. Second time, it's box. Watch your head. Beide stoßen wieder mit den Köpfen zusammen. Das ist gefährlich. Sie wissen das. Es kann ganz leicht Platzwunden geben, Risswunden. I got you, no punch. Come on, Charles. Der Kopf ist ein bisschen tief vom Ruhr. I got him. Let him go. Das kostet viel Kraft, was Brewer da macht. Free. Step out. Da stimmte die Distanz wieder gar nicht. Der Ottke viel zu weit weg. Der Sven hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Watch your head, Sven. Stop. Free. Ja, der Kopf von Brewer ist sehr tief. Aber Brewer macht den Kampf. In dieser Runde. I got you, gentlemen. Break. Step out. Come on. Das war eine gute Szene nochmal am Ende dieser Runde. Und damit Sie nichts verpassen, Sie kennen das schon, haben wir für Sie in diesen folgenden nächsten Rundenpausen vorbereitet. Den Splitscreen, den sogenannten. Das kleine Fenster neben der Werbung. Round. Henry, wir nähern uns der Halbzeit in diesem Weltmeisterschaftskampf. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was haben Sie für ein Gefühl? Wo liegt der Champion? Wo liegt der Herausforderer? Die Spannung ist immer noch völlig da. Es gibt noch keine Entspannung. Nachdem der Sven für mich mal zwei bessere Runden gemacht hat, denke ich, in der letzten war er nicht mehr so überzeugend. Vielleicht ließ er auch erst die ganze Sache etwas schleifen, weil es gibt noch eine lange Distanz. Ich sehe es noch relativ knapp, mit einigen Vorteilen für Sven. Wie viele Punkte haben Sie den Sven vorn? Mit einem Punkt. Hier muss er aufpassen, jetzt wenn dieses nach vorne stürzen, jetzt ein Tief. Und wenn ich Sven Ottke anschaue, dann hat er Probleme mit der Luft. Ja, okay.
moment. Er atmet tief. Not an intentional low. Ich glaube, das steckt er weg. No. Not intentional. Not intentional. Question. Let's give it up. Kein Punkt dazu. Not intentional. Not intentional. Let's go. Books. Time here. Aber er ist wieder da. Kann ich dir anknüpfen? Vorhin dieses schnelle nach vorne gehen, oftmals mit dem Kopf oben, ist auch gefährlich. Da sehen wir wieder die Mutter von Sven Ottke, Helga. Auch sie treibt ihren Sohn noch einmal an, zusammen mit Gabi Ottke. Das sind die Aktionen, die Ottke so stark machen. Überraschungsangriffe, eiskalt vorbereitet. Damit ist Brewer überfordert. Wieder ein. Ich schlag am Blitz. Da kann es auch ganz leicht mal eine Verwarnung geben. Sie kennen die Arithmetik. 10 Punkte in jeder Runde für den besseren Boxer, 9 für den schwächeren. Niederschläge, Verwarnungen bedeuten Punktabzug. Und am Ende wird dann alles zusammengezählt. Jawohl, wenn er sich auf die Beine besinnt und guckt. Ottke, der Tänzer im Ring. Jetzt muss selbst was kommen. Ja, Ottke muss klare Aktionen bringen, wenn er diese Runde gewinnen will. Wie im ersten Kampf. Ein Hin und Her. Jetzt hat Ottke fest. Also es wird ein bisschen unsauberer, der Kampf. Ja, Sven braucht selber die Pause, er greift sofort zu. Macht das aus Sicherheit oder sucht er diese? Na, da war er weggerutscht. Also eine ausgeglichene Runde hier in Magdeburg. Wir sind in der Ecke von Sven Ottke, zusammen mit Trainer Uli Beck. Und das ist nochmal diese Szene im Nahkampf. Ja, der war tief. Als der Tiefschlag kam. Ringfrei, Runde 7, Round 7. Der Henry, Sie gucken natürlich wie immer mit bei uns. Jetzt gucken wir uns mal Ihre Wertung nach 6 Runden an. Ich hoffe, dass die Grafik bereit ist, dass sie uns die Zahlen mal vorlegen kann. Da haben wir es. Ja, relativ knappe Entscheidung, da sehen wir. Auch wenig entschieden, da wir doch für meine Begriffe einige Runden gesehen haben. Mit Auf und Ab von beiden. Und wie so häufig war auch hier zu erwarten, dass die zweite Hälfte der Distanz mehr bringen muss. Sven Ottke ist für meinen Geschmack im Moment zu sehr im Infight, im Nahkampf. Ja. Er muss aus der Distanz kommen. Keep him up. Und von dort aus seine Angriffe steuern. No punch. No punch. Come on. Seine Wüsterei, Rangelei jetzt manchmal. Ja, er rutscht ein bisschen von seiner Linie ab. Ja, man ist aber auch immer so stark, wie der Gegner es zulässt. Aus der Linie, Sven! Aus der Linie! Aus der Linie, rechts und links, komm! Und jetzt du! Der Aufwärtshaken. Uli Wegner, aus der Linie gehen. Versuchen, den Gegner ins Leere laufen zu lassen. Schön. Und das war ein klasse linker Haken von Sven Ottke. Eine ganz wichtige Aktion jetzt hier in dieser Phase des Kampfes, siebte Runde. I got you. Freak. Kopf von Brewer geht wieder runter. Freak. Auf die Schulter. Geht sehr, sehr mit der Schulter rein. Back. Freak.
Punch. Versucht Sven Ottke zu klammern, um die Aktion von Brewer zu erstecken. Ersticken. Freak. Come on, Charles. Come on, Charles. No rest. Let's work. Freak. Come on, man. Come on. Der Fight hat nicht mehr die Klasse wie noch in den ersten Runden. Weil beide ein bisschen nach ihrem Konzept suchen. Ja, Brewer macht den Kampf und hat auch hier seine Hand drin. Und diese Runde könnte er wahrscheinlich auch gewinnen. Denn er ist wirklich der aktivere Mann im Moment, Charles Brewer. Auf jeden Fall. Sven wirklich, wenn er der Pause bräuchte. Bei den englischen Buchmachern war Sven Ottke der 2:1 Favorit. Doch hier steht es im Moment spitz auf Knopf. Brewer holt auf. Hat ja angekündigt, er wollte Sven Ottke besser zu fassen kriegen. Stop! Sven, I'm going to tell you now, warning for the head. Ja, Sven Ottke drückt natürlich auch immer ein bisschen runter, wenn er die Chance dazu hat, um Brewer zu stoppen. Freak. Let me have you, Charles, get your head off of him. Und wir gucken auf das linke Auge von Charles Brewer. Ein Cut über dem linken Auge von Charles Brewer. Entstanden durch einen unabsichtlichen Kopfstoß. I got you. Ja, der Kampf verliert so ein bisschen die Übersicht. Beide haben Schwierigkeiten. Uli Wegner. Über den ersten Kampf Brewer gegen Ottke könnte ich eine Diplomarbeit schreiben, hat er gesagt. Und da Ottke. Gut drin jetzt mit der rechten Hand mal wieder. Ja, ui. Die lange Hand kam noch rein vom Brewer. Alright guys, good work. Come on, give me work. Charles Brewer macht es Sven Ottke im Moment sehr, sehr schwer. Sven wirkt bei Weitem nicht so frisch wie in anderen Kämpfen zu dieser Kampfzeit. Dabei hat er sich intensiv vorbereitet, war 3 Wochen im Höhentrainingslager in St. Moritz. Natürlich eins dürfen wir nicht vergessen, hier steht ein Brewer im Ring. Zumal Brewer ja selbst sagt, dass er in der Form seines Lebens ist. Kein Problem, keine Schlagwirkung. Freuen Sie sich nicht zu früh, alle Fans von Sven Ottke, das war gar nichts. Geht doch gleich weiter. Aber das Auge von Brewer. Und Sven Ottke hat auch selbst eine Blessur. Die Führungshand durchgekommen. Also da haben die Cutmänner, wie sie heißen, in der nächsten Pause viel zu tun. Danny Mancini bei Sven Ottke und Peter Kane in der Ecke des Amerikaners. Ottke getanzt. Die letzten 10, Sie hören das Klopfzeichen. Vielleicht noch eine gute Aktion von Ottke. Dann könnte er die Runde sogar noch gewinnen. Ja, das könnte sie gewesen sein. Und das war sie, ich habe es geschrieben. Könnte ich vielleicht öfter machen. Sie haben es gesehen, es wurde fieberhaft gearbeitet in der Ecke von Charles Brewer. Vaseline und Adrenalin auf das 1000stel Adrenalin auf das Auge von Brewer, damit die Blutung gestoppt wird. Zwei Treffer, zwei. Klasse Treffer von Brewer. The Hatchet, das Beil gegen das Phantom. Wieder.
Sofern Brewer getroffen wird, geht er mit dem Kopf nach unten und versucht, Zeit und Luft zu gewinnen. Aber klasse, jetzt wieder nochmal ein gutes Boxen. Und mich wundert, Sven wird auch sehr viel getroffen. Aber Henry, Sie sagten es. Es ist halt Charles Brewer, der da im Ring steht. Es ist nicht irgendwer. Come on, have a sport. Ex-Weltmeister. Die Nummer 1 der IBF-Weltrangliste. Tolles Boxen jetzt. Tolles Boxen. Scheint sein Gefühl wieder gefunden zu haben, Sven Ottke. Schnelle Hände, Serien. Und die Halle, die hat er in seinem Rücken. Klasse. Verschafft sich jetzt in dieser Runde wieder ein bisschen mehr Luft, der Deutsche. Beim ersten Kampf zwischen beiden, damals in Düsseldorf, war das die entscheidende Phase. Diese 9. Runde, als Sven Ottke eigentlich aufgeben wollte. Diesmal sieht alles viel, viel besser aus. Jetzt kommt er wieder mit den Beinen. Alright, Sven. So pass. Come on, man. Henry, diese Cut-Verletzung von Charles Brewer, könnt ihr die behindern? Das ist mit Sicherheit so. Also er scheint auch nicht mehr in der Höhe zu sein in den ersten Runden. Das lenkt ab. Solche Dinge. Ermahnungen. Hat Schwierigkeiten über mein Tour. Und vor allen Dingen, wenn Treffer kommen. Er Treffer dreht sofort verletzen. Nach unten. Also in dieser Runde dürfte sich Ottke ein klares Übergewicht erboxt haben. Vielleicht kann er ja seine große Trumpfkarte. Jawohl, schön, jetzt gibt er endlich ihren Raum frei. Seine große Trumpfkarte, die Kondition ausspielen. Noch 3 Runden. Denn das ist zuletzt immer gefährlich. So, dann ist in Ordnung. Atmen. Zieh mal das Ding ab. Ja, aber die Flagge. Bobby Watts in der Ecke von Charles Brewer hat seinen Schützling noch mal ermuntert, alles zu geben. Und wieder kommt Brewer sehr, sehr aggressiv aus der Ecke. Muss man auch da aufpassen. Und er bewegt sich noch gut. Oh no! Close! Up! Get it up! Come on, man! No, no! Up! Immer wieder die Köpfe. Bobby Watts hat es geschafft, mal den großen Marvin Hagler zu schlagen. Und da sehen wir Gabi Ottke. Vor ein paar Tagen wurde sie Weltmeisterin im Seniorenschwimmen. Heute soll ihr Sven es ihr gleich tun und seinen Titel verteidigen. Die 7. Titelverteidigung. Aber es wird schwer. Es ist ein harter Kampf. Keine Frage. Immer wieder diese Hände. Wenn der Kopf nicht immer mit wegkommt. Ja, gute Arbeit mit der Führungshand, mit dem Jab von Brewer. Familienvater, verheiratet mit Sophie, 2 Kinder hat er. Jetzt hat sich das Tapeband gelöst von den Handschuhen. Das wird jetzt in Ordnung gebracht. An den Schnüren können sich die Kämpfer leicht verletzen, deshalb
Muss das so sein? Ottke fühlt sich gut. Haben Sie gesehen? Spielt schon ein bisschen mit dem Publikum hier. Doch Vorsicht. Ja, beide mal die Führung schon wieder drin. Hab das Gefühl jetzt, dass Brewer sehr, sehr viel auf eine Karte setzt. Angriff, Tempo-Boxen, wie die Amerikaner boxen. Nach vorne gehen und versuchen, den Gegner zu zerstören. Das schlägt Brewer nach. Und das darf er nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was Brian Gary macht. Das war ein klares Foul. One Point sehe ich, ein Punkt Abzug wegen Nachschlagens gegen Charles Brewer in dieser Runde. Berechtigt. Absolut. Henrik? Das war richtig. Er hat zweimal sogar nachgeschlagen. Obwohl der Ringrichter dazwischen trat. Unverständlich. Das zeigt natürlich auch die nervige Anspannung. Der erste Highsporn, dieser Charles Brewer. Aber der gibt noch mal alles, ich bin mir sicher. Runde 11, Round 11. Noch zwei Runden im Kampf um die Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht zwischen Sven Ottke und Charles Brewer. Und wenn wir die Zeichen richtig deuten, die Matchmaker Jean-Marcel Naatz hier winkt, dann könnte es sein, dass Sven Ottke auf dem Zettel der Punktrichter vorne liegt. Könnte sein. Wir wollen uns nicht festlegen. Jetzt wird es wieder unsauber und das ist nicht schön. Wir gucken mal uns an, wie die Grafik, wie die Werte von Henry Maske aussieht. Ja, also ich habe mich mittlerweile etwas deutlicher entschieden. Die letzten Runden ging für mich und vor allen Dingen auch durch diese Verwarnung an Sven. Toll, wie Ottke da eben wieder ausgewichen ist und dann selber zugeschlagen hat. Aktiver scheint der Brewer, aber er ist nicht immer erfolgreicher. Das sieht man doch auch deutlich. Jetzt wieder Sven. Bobby Watts. Enrique Sauerland, der Veranstalter. Ottke ist im Moment sein einziger Weltmeister. Und wenn Sven Ottke so weiter boxt, dann sieht es gut aus, dass er den Weltmeistertitel behält. Also Sven Ottke überrascht mich heute wieder mal, stellt sich wirklich dem Schlagabtausch und das gegen einen Brewer. Also von Sicherheitsboxen kann ich hier nicht sehen, muss ich ehrlich sagen. Aber Brewer kommt nochmal. Ort gekontert und jetzt sind sie beide Fuß an Fuß. Und jetzt müssten sie mal das Gesicht von Uli Wegner sehen. Der zittert natürlich. Hat Angst, dass sein Schützling dann einen Schwinger hineinlaufen kann und dann könnte alles schon wieder vorbei sein. Und das in Runde 11. Das wäre ja bitter, bitter schade. Jawohl, das muss es sein. Die Sicherheit. Und damit hat er Probleme, dieser Schalsbuhr. In Sachen Schnelligkeit. Ja, Sie spüren es, liebe Zuschauer. Die Dramatik erreicht langsam ihren Höhepunkt. Und wir sind in der Rundenpause und wir bleiben jetzt hier in der Börderlandhalle und hören mal rein, was jetzt hier vor der letzten Runde in den Ecken besprochen wird. Letzte Runde. Mal auf, Sven. Es kann nichts passieren. Du musst ganz helle boxen und konzentriert. Wichtig ist der Sieg.
ganz clever boxen. Sie sehen, du hast ganz geschickt gemacht. Jan, die Schippe, aufpassen. Er hat das Ding noch mal drin. Ja, ja. Immer, ja, weißt du, es bis zur letzten Sekunde fertig. Machst du gut. Und wir sind jetzt bei Schachtur. Der 30-Jährige. Die letzte Runde, Henry. Alles auf eine Karte setzen für Brewer, oder? Für Brewer auf jeden Fall. Also nach Punkten sollte er nicht mehr gewinnen können. Laut meinem Urteil bisher. Er wird alles auf eine Karte setzen. Sven weiß es. Die 3 Minuten können noch sehr lang werden. Und da nimmt Sven Ottke schon den ersten rechten Kracher. Knackige Rechte von Charles Brewer. Muss aufpassen. Das war super. Das war ein klasse Aufwärtshack vom Deutschen. Was können beide noch in die Waagschale werfen? 12 Runden, eine mörderische Distanz. Es geht um die Weltmeisterschaft und schauen Sie sich das an. Sven Ottke, wer hätte das gedacht? Dass er mal so mit Charles Brewer Fuß an Fuß steht und mitfightet. Brewer probiert's nochmal. Was bleibt ihm anderes übrig? Er hat diesen K.O.-Punch, das weiß er. Von 35 Siegen hat er 25 durch K.O. gewonnen. Aber reicht das noch für Charles Brewer? Ja, der Sven macht ihn jetzt einfach zu schwer. Natürlich. Abgeklärt, die Sicherheit im Rücken, wenn nichts mehr schief läuft. Und dazu diese Schnelligkeit in der 12. Runde. Schauen Sie das an, die Maidbewegung, das Wegtanzen. Da ist der Handschuh auf bei Charles Brewer. Das Klebeband hat sich wieder gelöst an seinem rechten Handschuh. Kurze Auszeit nochmal, bevor es in die Endphase geht. Keine Minute noch. Bobby Watts reißt das Band einfach ab. Und auch getrifft. Brewer war sich zu 150% sicher, das hat er so gesagt, 150%, dass er den Kampf gewinnt. Mein Gefühl sagt, es ist schlecht, das für ihn. Ja. Hier wirkt nur noch die Verzweiflung. Der Wille, aber das Können fehlt. Hier, da kann ich davon überzeugen. Sven Ottke muss nicht mehr punkten. Er tanzt weg. Er will kein Risiko mehr eingehen. Er muss es auch gar nicht. Es muss doch frustrierend sein, wenn jemand ständig als so bewegliches Ziel vor einem rumläuft, wie dieser Sven Ottke. Und dann noch so trifft und so aktiv ist. Und die Halle steht. Der Kampf ist zu Ende. Und sie jubeln im Lager von Sven Ottke. Die Mutter von Sven und Gabi liegen sich in den Armen. Naht der Matchmaker, Gegner der Trainer auf. Wir geben ganz kurz in die Werbung, machen eine kleine Pause, dann sind wir gleich wieder da mit dem Urteil. Bis gleich. Gabi Ottke, man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, was hier in wenigen Sekunden passieren wird. Alles andere als ein Punkt von Sven Ottke wäre eine Sensation und wäre sicherlich auch unverdient. Er sprach vom schwersten Kampf seines Lebens. Und so wie es aussieht, hat er ihn erfolgreich bestanden. Uli Wegner. Seit 10 Jahren zusammen mit Sven Ottke. Viele Höhen erlebt,
wenige Tiefpunkte. Hat als Amateur schon viel erreicht. War zweimal Europameister, aber die Krönung seiner Karriere ist die Profilaufbahn. Seine siebte Titelverteidigung mit 33 Jahren und Mutter Helga. Naja, Sie sehen es. Sie können das jetzt nicht sehen, aber Charles Brewer feiert auch. Reißt die Arme hoch und bekommt Beifall von Wilfried Sauerland. Und ich höre, es ist soweit. Das Urteil folgt in wenigen Sekunden. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, das offizielle Ergebnis des Kampfgerichtes. Punktrichter Richard aus den USA wertet den Kampf 114 zu 113 für Charles Brewer. Oh. Also, er hat den Amerikaner vor. Punktrichter Ellenson aus Deutschland wertet den Kampf 116 zu 112 für Sven Ottke. Und Punktrichter Mari Sadar aus Spanien wertet den Kampf 116 zu 111. Alter und neuer IBF Weltmeister im Supermittelgewicht aus Deutschland, Sven Ottke. Charles Brewer ist frustriert. Ein Punktrichter war für ihn der amerikanische. Hat wahrscheinlich seine Art des Boxens bevorzugt. Aber ich glaube, wir können uns einig sein, der Sieger konnte nur Sven Ottke heißen. Henry? Ja, ich denke, die Zuschauer sind es auch und ich bin es auch gewesen. Letztendlich waren ja von zwei den drei Punktrichtern noch ein relativ klares Urteil für Sven. Auch der Amerikaner war für ihn eine knappe Entscheidung, allerdings gegen Sven. Das ist eben das typische Boxen des Amerikaners. Viel arbeiten, wenn man über Treffer zum Erfolg kommen will, war Sven klar der Bessere. So, Kai Ebel ist beim Weltmeister und auch in der Nähe des Herausforderers. Kai Ebel bitte mit dem Siegerinterview. Der gerade noch mal mit Charles Brewer hier abgeklatscht hat und vielleicht ganz kurz noch mal zu Svenny. Herzlichen Glückwunsch zunächst. Ich kann mich gut erinnern, nach dem ersten Brewer-Kampf sagten Sie, ich bin klinisch tot. Wie würden Sie denn Ihren Zustand jetzt beurteilen? Ja, heute geht es mir eigentlich relativ gut. Auf jeden Fall 10-mal besser als beim letzten Mal. Und ich kann sagen, immer wenn es ein bisschen kritisch wurde, ist genau das eingetroffen, was wir uns erhofft hatten. Die Halle stand wie eine Wand hinter mir. Jo, und danke. Hat mich immer wieder aufgebaut, genau das wollten wir. Und was soll ich sagen, das war genial. Den Überraschungseffekt des ersten Kampfes gab es nicht mehr. Was war für Sie heute ausschlaggebend? Ja, im Grunde boxe ich meinen Stiefel runter. So wie vorher auch. Ich versuche halt möglichst viel Deckung gehen zu lassen, versuche mit überfallartigen Angriffen ihn zu attackieren, was mir auch oft fast immer gelungen ist. Also finde ich den Punktteil, also Punktteil heute finde ich bei weitem in Ordnung. Sie haben das Publikum kurz angeschossen. Kann man das irgendwie beziffern? Wie viele Runden ist so ein Publikum wert? Ja, ich glaube, ich hätte ja wahrscheinlich Boxen kommen bis zum Ghetto. Das ist schon ein Traum. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich muss es reichen. Am Ende ist er nochmal durchgekommen an der Nase. Ganz kurz noch die medizinische Nachfrage. Ist die Nase in Ordnung? Ja, ich gehe davon aus. Es blutet halt ein bisschen, aber bleibt immer nicht aus beim Boxen. Da wird die Nase als erste getroffen, obwohl meine ja schon ziemlich platt ist. Aber es ist halt Schicksal, die blutet trotzdem noch. Dankeschön, Sven Ottke. Wir holen uns gleich den Trainer ran. Uli Wegner, der ist auch da. Haben wir noch gleich Zeit in der Kabine miteinander zu reden. Er ist noch so angespannt, das hat Adrenalin so weit oben. Uli Wegner, ganz kurz, wie viel Adrenalin haben Sie denn abgegeben während des Kampfes diesmal? Naja, man hat es ja gesehen, das war ein sehr anstrengender Kampf. Er hat wieder verdient gewonnen, wie ich es vorausgesagt habe. Es war aber schwere Arbeit. Und bei diesem Publikum, toll. Sven hat kurz angesprochen, er hat einfach seinen Stiefel runtergeboxt. Wie bereitet man das so vor, dass er einfach seinen Stiefel nur runterboxt? Na, sein System, nicht verändern. Sondern was er kann, soll er durchsetzen. Dankeschön, Uli Wegner. Das war es erstmal aus dem Ring und ich denke, ich gebe jetzt zunächst mal ab ins Glasstudio zu Florian König. Es ist nicht ganz wichtig, was der Kai sagt. Wir geben nochmal zurück zu uns hier, zum Ring, zu Henry Maske und zu mir. Ja, die siebte Titelverteidigung des Champions, Sven Ott. Der hat es wieder geschafft, der hat es wieder allen Kritikern gezeigt. Offensivboxen hat er sogar praktiziert heute. Henry, wie würden Sie die Leistung von Sven bewerten?
Ja, also grundsätzlich, was ich erwartet habe, es war ein hochspannender Kampf, hochdramatisch. Es hat sich erst sehr spät rausgestellt, wer wirklich der Sieger sein wird, zumindest für mich. Es sah nicht immer toll aus, was Sven gemacht hat, aber es war wirkungsvoller. Der Brewer ist eben der Boxer, der typisch amerikanische, der auch tolle Aktionen vortragen kann. Aber wir sahen es oft gerade in der Zeitlupe, dass sie nicht immer Erfolg haben. Ja, Sven Ottke mit 33 Jahren auf dem Höhepunkt. Das Phantom. Und in seiner Heimat, wie er es ja jetzt schon sagt, Magdeburg, lässt er sich jetzt feiern. Das müssen schöne Momente sein. Momente, in denen diese ganze Anspannung frei wird. 10 Wochen hat er sich auf diesen Kampf vorbereitet. Seit einem halben Jahr weiß er, dass er gegen den Schalke antreten musste. Und jetzt fällt so alles langsam von ihm ab.